Servus Performance for Friends, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar hatten wir jetzt im Teil 1, im letzten Video, wie plane ich, wie messe ich und wie bestelle ich meinen Boden. Also umgekehrt, wie messe ich, wie plane ich, wie bestelle ich meinen Boden. Dieses Mal zeigen wir euch, wie baue ich den ein, weil auch da immer wieder Fragen kommen, immer wieder, wie mache ich das, wie kann ich das schneiden und. Haben wir ja schon etliche Male im Video gezeigt, nur diesmal auch detailliert. Mit Nischen und solche Sachen. Das heißt, jetzt zeigen wir euch, wie baue ich diesen Boden auch ein. Also, so, Baustelle ist hergerichtet. Wir haben jetzt hier eine Kappsäge zum Ausziehen. Die ist ausziehbar. Da kann man die Platten schön mit schneiden. Ja, hat nicht jeder da daheim. Alternativ, das mache ich mit der Lieber Stichsäge. Also mit der schneide ich eigentlich fast alles. Das hat man eventuell zu Hause, vielleicht kann man es beim Kumpel leihen oder so. Ansonsten habe ich einen Meterstab natürlich, um die Platten jetzt auszumessen. Einen guten Edding oder halt einen anderen Stift. Ich habe jetzt einen Edding mit spitzer Mine. Genau, so. Dann Winkel. Eventuell, wenn ihr wisst, dass eure Wände nicht ganz gerade sind, eine Schmiege. Ich habe jetzt eine elektronische Schmiege, wo ihr es aus Maß feststellen könnt. Dann könnt ihr euch schräge Maße rausnehmen und auf die Platten zeichnen. Ein Gummihammer haben wir davor nie gebraucht, aber seit wir unser verbessertes Stiftesystem haben und Ösesystem, die Stifte und Ösen heben wieder Teufel. Und wenn man dann mal wirklich 300 Quadratmeter am Tag da Platten am Reinhauen ist, dann tut die Wand schon weh. Was tut die Wand weh? Die Wand, habe ich Wand gesagt? Ja, dann tut die Wand weh. Die Hand, ja. Die Hand. Und ansonsten Handschuhe, rechter Winkel, genau. Und das ist für uns sehr wichtig, entweder unsere Knieblades oder wenn es mal schnell gehen muss, einfach so eine Sonic-Knieunterlage. Hammer, die Teile, also was die mir schon die Knie gerettet haben. Liebe Grüße an Georg. Ja, Georg, hier eine schöne Grüße an Sonic. Ja. Genau, also, dann können wir jetzt eigentlich schon loslegen. So, wir haben ja gesagt, das Verlegen habt ihr schon oft genug gesehen, deswegen haben wir jetzt einfach mal die Hauptfläche hier reingezogen. Ihr seht auch da wieder Thema Reinigung. Oh, muss ich das alles auseinanderbauen? Nein, wir haben jetzt zu zweit mal kurz hier, was sind das, 18 Quadratmeter gezogen, ohne Probleme. Rausziehen, sauber machen, reinziehen, fertig, erledigt. Jetzt geht's an den Zuschnitt. So, wie man sehen kann, habe ich hier schon ein bisschen angefangen. Also, wir machen das immer so, wir fangen erst die Fläche an zu legen, die erste Reihe, wo der Startpunkt ist. Dann vermitteln wir den Boden, so wie wir ihn haben wollen. Und dann wird Fläche gelegt. Nachdem Fläche gelegt worden ist, wie es bei unserem Fall, wenn es abgeschlossen ist, erst dann wird geschnitten. Habt ihr Istmaße und dann kann sich da auch nichts mehr viel verschieben. So, also, jetzt gehen wir hier vor. Ich habe jetzt hier eine Platte, wo ich reingeschnitten haben will. Es ist gerade, die Wand ist gerade, also kann ich das Maß durchziehen. Ich messe von meiner Platte bis zur Wand und habe 13 cm. Okay? 13 cm. So, jetzt wollen wir aber 3 cm den Fuge mindestens haben. Also, wow, hohe Mathematik. 13 minus 3 sind 10 cm. So, dann gucke ich meine Ösenausrichtung an. Meine Ösenausrichtung ist. In diesem Fall, wo ich jetzt drauf gucke, ist sie oben und rechts. Dann lege ich die Platte natürlich auch genauso hin, dass die Ösen oben und rechts sind. So wird die Platte eingeklickt und sie wird mit dieser Seite, also mit den Stiften, in diese Ösen reingeklickt. Das heißt, ich messe jetzt auch von dieser Seite diese gemessene 10 cm an. Machen wir mal einen Punkt. Nehme den Winkel, gucke, dass ich den ordentlich anpresse, dass der Strich auch wirklich gerad wird und ziehe durch.
So. Jetzt könnte ich sie durch meine tolle Schneidmaschine lassen, was ich auch schon getan habe. Bei uns ist es cool. Ich kann hier mir meine 10 cm reinschneiden und kann runterfahren, Fuß drauf als Gegengewicht. Ganz einfach. So. Das Coole ist, das Teil brauche ich. Bist du bei mir? Ja, ich bin voll bei dir. Okay. Das Teil brauche ich. Das ist der Rest, den kann ich auf der anderen Seite wiederverwenden. Weil hier brauche ich Stifte, auf der anderen Seite brauche ich Ösen. Das plane ich euch dann auch so ein. Das schreibe ich dann den Flow Constructor in die Notiz unten rein. Da steht dann hier in dieser Notizzeile unten, Rest von linker Seite kann an rechter Seite wiederverwendet werden. So wisst ihr, aha, okay, ich schmeiße den Rest nicht weg, sondern benutze den wieder was. Was der Umwelt du? Zuliebe. Der Fuck you, Greta. Die Schneidemaschine hat natürlich nicht jeder und kann man auch nicht mieten bei uns. Sehr teure Maschine. Stichsäge. Okay. Das ist unsere angezeichnete Platte. Wir gehen her. Passt bitte auf den Arbeitsschutz auf bei Stichsägen. Ich bin gelernter Zimmermann. Ich darf für alle Holzbearbeitungsmaschinen führen. Ich müsste jetzt eine Schutzbrille anziehen, etc. pp. Brauche ich aber nicht, weil ich sehr geübt in diesen Maschinen bin. So, mindestens eine Handbreite Abstand, wo ihr sägen müsst, dann ist das einigermaßen sicher. Dann wirft ihr die Maschine an und ja, könnt sägen. Wer mit Stichsägen geübt ist, kann es ja auch gerne umgedreht halten. Dann franzelt das nicht so, weil der Span nach unten gezogen wird. Mache ich jetzt aber nicht, sondern legen so los. Genau, so. Ist normalerweise, okay, unser Sägeblatt ist neu, deswegen ist es sehr, also hat es kaum gefranzelt. Wenn das jetzt franzeln sollte, kann man nochmal mit einem feinen Schleifpapier drüber gehen und den Span abnehmen. Unser Schleifpapier ist leider nicht da, weil unsere letzte Baustelle war bei einem Polen. Ich sage es nichts mehr, aber. Ja. Genau, so. Das war's. Gut, wir machen mal hier Stück für Stück und dann melden wir uns bei der Nische nachher wieder. Genau. So, jetzt sind wir schon bei dem Eck. Also ist ein bisschen komplizierter, man muss von zwei Seiten ranmessen. Kriegt ihr aber alles hin, ich zeige es bloß, wie ich das mache. Ich kontrolliere meistens erstmal, hier sehe ich es jetzt, es ist eigenermaßen ein rechter Winkel. Es ist jetzt nicht ganz ein rechter Winkel, aber es ist okay. Mit der Schmiege könnt ihr dann das Eck kontrollieren. Ich messe das jetzt mal aus. So. Ich habe 91 Grad, 1 Grad mehr, das ist vollkommen okay. Könnt ihr gerade schneiden. Für alle Perfektionisten, ich könnte auch 91 Grad anzeichnen, das ist mir eigentlich relativ egal. So, ich mache es dann immer so. Ich weiß, dass die Platte so hinkommt. Ich lege mir die Platte immer so hin, wie sie auch eingebaut werden muss. So weiß ich, von welcher Seite ich messen muss. Dann lege ich mir jetzt die Platte so hin, wie sie eingezeichnet werden muss. Und sehe hier, dann kann ich doch gegen die Wand fahren. Das können wir gerne auch so machen. Jetzt messe ich mir die Distanz hier raus. 6 cm. 3 cm Dehnfuge muss ich lassen. Also sind es nur noch 3 cm, was hier reinragt. Also mache ich mir meinen Strich bei 3 cm. So. Und jetzt habe ich wieder meine. Das Maß muss ja weitergehen. Also habe ich wieder meine 10 cm. Und die zeichne ich wieder von hier unten an wie gehabt. Hart. So. So. Das war es eigentlich schon. Und jetzt muss ich diese zwei Linien sich eigentlich nur noch kreuzen lassen.
wieder den Winkel schön anlegen. Da ungefähr müssen sie sich kreuzen. Ich würde die Linie nicht komplett durchziehen, also jetzt nicht wurscht, sondern sonst wisst ihr vielleicht beim Sägen, vergesst ihr das. Sieht man nicht? So? Jetzt ja. Ja, die Linien bitte nicht komplett durchziehen, weil sie treffen sich ja irgendwo, aber beim Sägen vergisst ihr das und dann sägt ihr das kleine Stück hier raus und dann maßt das mit der Platte. Könnt ihr nochmal neu anzeichnen. Deswegen macht so ungefähr. Hier ist die 3 cm. So. Und man sieht, das ist unsere Platte, die kommt jetzt so rein. So. Zeig jetzt, mal, wo treffen die sich, weil man sieht das, glaube ich, auf der Kamera nicht ganz. Hier treffen sie sich. Das ist der kleine Steg, wo er darüber kommt und hier. Und jetzt müssen wir sie natürlich auch noch in dieser Länge kürzen. Das heißt, weil da gehen ja keine 40 mehr komplett rein. Sie liegt wieder so hier. Ich messe von Bodenplatte bis zur Wand hintere. Das sind 28, weniger 3, 25. Und dann wird die Platte hier oben bei 25 gekürzt. So. Super. Okay. Da 25 unser letztes Maß ist und da eh gerade abgeschnitten werden kann, mache ich das kurz wieder mit unserer Maschine hier. Stellen wir meine 25 natürlich ein. Schneide die Platte da schon mal. So. Jetzt zeig mal die Platte her, die deine Maße. Genau, hier die 3 cm und hier wieder die 10 cm. Ich hoffe, man sieht die. Ja. Aber das sieht man jetzt beim Schneiden ja gleich ganz gutes Endresultat. Weil hier, das ist dieser Steg von der Bodenplatte, das ist natürlich abgefallen, weil der hier die Verbindung verloren hat. Das könnt ihr jetzt einfach kurz nachbessern. Dass ihr ein schön sauberes Eck da drin habt. Okay? So. Ich vermerke nochmal auf unser gestohlenes Schreibpapier. So, genau. Ich habe hier Ösen, diese Platte noch mal ein bisschen ausklipsen, dass der drunter kommt, ansetzen und man sehe da, schön sauber, mit 3 cm Dehnfuge, kann man hier sehen und hier auch 3 cm Dehnfuge, perfekt. Ich lege die Platte an, wie ich sie brauche. Habe hier 32 cm, heißt natürlich 29 für mich, von dieser Seite aus gemessen. 29. Machen wir hier mal die Markierung rein. Von hier aus habe ich 12. 12 weniger 3 sind 9. Und das war's. Ich habe 2 Schnittpunkte.
Legt den Winkel, wenn ihr einen Anschlagswinkel habt, immer bitte an der Seite an, wo noch nicht geschnitten ist. Weil wenn ihr schräg geschnitten habt, dann verläuft euer Winkel natürlich parallel zu dieser schräg geschnittenen Kante. Das nehmt ihr mit dem Auge wahrscheinlich gar nicht wahr, sondern legt immer an diesen Kanten, wo von uns oder wo noch ungeschnitten sind, unberührt, genau. Was ich auch noch dazu sagen kann, das Lustige bei unseren Bodenplatten ist, durch diesen Effekt, durch diesen halbrunden und angeordnete Struktur, wenn man schneidet und was anzeichnet, das sieht brutal krumm aus auf der Platte. Man denkt immer, oh Gott, da ist schon ein Bauch drin, oder auch wenn man es jetzt hier sieht, man denkt, das ist krumm und schräg, ist aber nicht. Das täuscht bloß, es ist gerade. Nicht erschrecken. Haben wir wieder konstant unsere 3 cm Dehnfuge, und hier könnten wir jetzt noch ein Seitenteil reinfriemeln. Ich würde es nicht machen, so hat der Boden genügend Platz, aber wenn es optisch nicht gefällt, würde ich jetzt nachher ein Seitenteil mir nehmen und würde mir natürlich hier diese Schräge von diesem Tor rausholen. Und dann einfach dran machen. 54 Grad drauf projizieren und dann hier mit 3 cm Abstand die Schräge anzeichnen. So hat man dann ein optisch schönes Bild für das Seitenteil. Genau. 54 Grad kann man sich merken. Genau. Also, und die andere Seite machen wir jetzt genauso schnell. Da braucht man jetzt nichts mehr filmen, es ist eigentlich genau das klitzegleiche, was wir jetzt gerade hier gemacht haben. Bloß, dass wir die Reste von dieser Seite jetzt da verbauen können. Ja, Performance of Friends. C'est voilà. Da ist fertig, c'est voilà. Je parle français, oui, ce n'est pas mein Problem. Gut, nochmal ein Outtake. Performance of Friends, wir sind fertig. Endresultat habt ihr gesehen. Alles zuschneiden. Planung ist die halbe Miete. Ist einfach so. Je mehr Maße ihr ausmesst, in den Floor Designer reinmacht, je mehr Maße wir bekommen, umso einfacher haben wir das dann einfach. Und umso schöner und einfacher habt ihr es dann auch beim Verlegen. Ja, das war unser kleines Video, Teil 2. Und nächste Woche kommt dann nochmal das Reinigungsvideo, weil das hat es uns irgendwie komplett verhauen. Und übernächste Woche, da haben wir eine richtig geile Überraschung für euch. Ich sag nur so viel, wir gehen zu Performance 61. Ich sag Sachen wie RS3, RS6, Lamborghini. Wird auf jeden Fall mal wieder was mit Autos, wird laut, wird schön, wird lustig. Und Suzuki gibt es danach. Ja klar, aber schau wichtig. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, nächste Woche nochmal Reinigungsvideo, wieder neu hochladen, und dann kommt mal wieder ein richtig geiles Video mit Autos. Wir freuen uns auch. Bis dann, macht's gut, schönes Wochenende, haut rein.